Jo, komm. Okay, dann lass sie erstmal ein bisschen laufen, oder? Ist der Busch? Hat mich erwischt. Ah. Der ist am Ende des Durchgangs im Busch. Ja, ich seh's. Aber der hat nicht böse getroffen, also nicht so böse. Keine Ahnung, wie ich mehr laufen konnte. Tot. Einer ist tot. Nice. Ich will von der anderen Seite pushen. Ja, okay, dann gehe ich wieder in Deckung, dann machen wir es immer hin und her. Gut. Und lebst noch? Ja. Es würde sich freuen zu hören, der böse Mann ist zu Schaden gekommen. Oh. Gut verletzt, oder? Unter anderem, ja, Nagel eingerissen. Und ich habe just gerade dein Inventareinheit zum Grund des Meeres geschickt. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, keine Ursache. Ah, hier ist er. Gut. Achso, was hat er? Oh, eine Pumpe. Ach, eine Billigader. Okay. Level 7, arme Sau. Weiter. Fuck, Ruhe. Links von mir ist einer. Scheiße. Schön. Ich wollte gerade sagen, der sieht genauso aus wie du. Ja, sieht aus wie du. Armer Typ. Ja. Alter, yo, der war dick. Oh, schön. Der war richtig juicy unterwegs. Finde ich gut. Oh, M80 Ersatz. Nice, I like it. Sehr sympathisch. Armer Typ, ey. Tut mir echt ein bisschen leid. Oh. Nicht so schlecht. Level 5, ne? Mhm. Hab ihn. Schön. Hier ein Stück weiter hinter dir. Ich hab nichts gehört. Tot. Nice. So aus dem PMC tatsächlich. Ja. Geht's. Rechts läuft was? Weg. Nice. Was war's? Keine Ahnung. Knecht Ruprecht. Hier liegt die Dose. Ich hab sie. Jetzt wird's bewegt draußen. Hinter der Tanke ist ein Scav.
Reschala und die Boys sind hinter der Tanke. Oh okay. Boy. Kommst du hier rein? Ich komm grad rein, ja. Ja, was sollen wir jetzt machen? Also wenn du Reschala brauchst. Ja, töten. Ja, was soll ich machen? Das ist jetzt meine... Guck mal, ob ich die Guards rauskriege. Hey, er ist hier zwischen den Tonnen. Granate, Vorsicht. Zurück. Ja. Ja, genau, Rückseite zwischen den Tonnen. Einer minus. Sind noch... ich habe zwei schon erwischt, mindestens, vielleicht drei. Das ist gut, ich habe hier nur Reschala leider. Reschala ist weg. Okay, ich push die jetzt nicht, damit du den killen kannst. Okay, alles weg. Gut. Achso, das geht nicht. Okay. Ja, Spieler am Checkpoint. Schießt du? Ja, und wie? Lebt noch am Checkpoint. Unten oder wo? Rechts, und links? Rechts davon, unten. Ich muss weg. Also der ist hinter der Mauer quasi von uns aus gesehen. Scheiße. Ich komme jetzt unten raus. Bei der Treppe. Ich push den mal. Ich komme jetzt rechts von... aus dem rechten... Eck auf dich zu quasi. Ah, ist zwischen den Checkpoints, zwischen den Beton. Okay. Einer minus, sind zwei. Einer ist noch hinterm Turm. Können wir mal. Ist tot, ist tot. Noch eine Granate, Granate? Ich guck mal. Ja. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist, aber ich glaube, wir sind bald tot. Komm zu dir, hinten rum denselben Weg. Jo. Zerstört. No way, echt? Ja klar. Denkst du, ich lass mich von so einem Lutscher da töten? Muss nur gucken, nicht, dass du noch ein zweiter hier sitzt. Hier liegt ein bisschen aber was. Oh, die M4 und die schönen Magazine. Ja, ja, das, der hat deinen Shit, genau. Aber der andere Raum, der links vom Green Room ist, ja. Da könnte ein bisschen was sein. Ja. Ich verstehe nicht, hier liegt tatsächlich ein bisschen zu wenig für das, was es ist. Wieso? Also ich habe oben erstmal nur drei gezählt mit mir. Also mich, der Typ, der mich erledigt hat und der andere in dem Raum. Den letzten, ja. Und da müsste, der müsste von der Granate. Ich weiß nicht, ob da in dem anderen Raum zwei waren. Ich kann ja mal gucken, wie viele Hauptwaffen hier liegen. Eins, zwei, was? Drei. Ja, hier liegen drei Haupt, hier liegen drei Tote, aber nur zwei Hauptwaffen. Ja, die muss irgendwo liegen.
Ich gehe mal. Wo ich mir die Ecken bei den ganzen Schränken und sowas. Ja. Was sagt eigentlich das Gewicht? Boah, 65 Kilo. Das ist so eine Mule-Runde. Ach! Guck mal, ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Ich kann nicht gucken. Ja. Ich habe was gefunden, sagen wir es so. Lag's in der Ecke. Sie lag möglicherweise in der ersten Ecke, ja. Und heißt MK18. Sie heißt möglicherweise MK18 und ist ein bisschen größer als die anderen Waffen. Hm, keine Magazine, oder? Keine Magazine.